Heimatkunde heißt unsere aktuelle Ausstellung zum 10-jährigen Jubiläum des Jüdischen Museums. Wir haben uns überlegt, dass wir nicht in die Vergangenheit schauen, sondern in die Gegenwart und in die Zukunft gucken wollen. Und Heimatkunde ist eine Ausstellung, die viele künstlerische Arbeiten versammelt von sehr unterschiedlichen Künstlern. Künstlern, die lange in Deutschland verwurzelt sind, Künstler, die ein paar Jahre hier leben, Künstler, die ein paar Jahre hier gelebt haben und wieder im Ausland sind. Und sie alle haben Positionen kreiert zu der Frage, was heißt es eigentlich heute, in Deutschland zu leben und wie fühlt man sich in diesem Land als jemand, der hier lebt. Heimatkunde als Unterrichtsfach in der Schule, aber auch als Wissensgebiet, hat ihren traditionellen Ort im Heimatmuseum. Und in diesen Museen stand früher vor allem, heute nicht mehr so oft, am Anfang des Ausstellungsrundgangs die Darstellung der natürlichen Gegebenheiten der jeweiligen Region. Also geologische Modelle, ausgestopfte Tiere, Herbarien. Auch in unserer Ausstellung beginnen wir mit der Natur. Maria Theresa Alves zum Beispiel erkundet die Herkunft der Berliner Pflanzenwelt. Aber auch für andere Künstler sind Pflanzen, Natur, Landschaft das Medium, an dem sie überprüfen, was für sie fremd ist und was vertraut. Denn die Natur, das ist auch immer unser Bild von der Natur und unser Wissen über die Natur, also eigentlich Kultur. Und dadurch wiederum wird dann Region zu so etwas wie Heimat. Heimatkunde zeigt Werke, die über Grenzen erzählen, geografische, politische, aber auch jene Grenzen, die innerhalb einer Gesellschaft verlaufen können und jene Stellen markieren, wo das Fremde und das Eigene unmittelbar aufeinandertreffen und die Frage nach der Heimat sich zu stellen beginnt. Das gilt zum Beispiel für Clemens von Wedemeyer, der die Einwanderung von Russen nach Deutschland zum Thema macht und Menschen zeigt in einer Situation, wo sie gefangen zu sein scheinen zwischen den Welten im Stadium des Übergangs. Heimatkunde bedeutet für mich, ein vertrautes Terrain aus neuer Perspektive anders zu erkunden. In der Ausstellung haben wir Arbeiten versammelt, die Erfahrungen mit dem heutigen Deutschland verbinden und aufgreifen. Dazu gehört auch Familiengeschichten, die in Deutschland stattgefunden haben, aber unter dem Nationalsozialismus abrupt endeten und anderswo ihre Fortsetzung fanden. So hat zum Beispiel die amerikanische Künstlerin Emily Haas oder das Wohnhaus, in dem ihr Vater bis 1939, bis zur Vertreibung lebte, in einer Serie von Gouachen aufgenommen. Anders und ähnlich hat es Arno Dreiberg gemacht, ein amerikanischer Künstler in Berlin, der von Berlin aus seine Familiengeschichte in Osteuropa erkundete. Für die Ausstellung hat er eigens eine Installation geschaffen, zu seiner Familiengeschichte. Es ist eine seiner wenigen autobiografischen Arbeiten überhaupt. Heimatkunde ist eine Ausstellung, die Deutschland erkundet. Wenn Sie die Ausstellung besuchen, werden Sie sehen, wie sich ein Dirndlkleid mit wenigen Handgriffen in einen Gebetsteppich für drei Personen entfalten lässt. Oder wir zeigen Ihnen, wie der Berliner Regen uns
der Berliner Fahrtwind Musikinstrumente zum Klingen bringen. Oder wir zeigen eine Fotoserie, die sich mit dem Deutschsein beschäftigt. Und Sie erfahren, was ein bratfertiges Hähnchen und ein Reisepass auf einem Operationstisch mit dem Deutschwerden eigentlich zu tun haben könnten. Wir haben versucht, diesen Fragen nachzuspüren und haben festgestellt, dass das die Perspektive auf das, was deutsch ist oder deutsch wird oder deutsch sein könnte, sich ganz stark verändert hat. Und wir hoffen, dass die Ausstellung das zeigen kann.